Nee, hier sind Leute auf der Insel. Was? Hallo. So, jetzt meine guten Englischkenntnisse rauskramen. Hallo. Habt ihr schon auf die geschossen? Nee, nee. Nö. Man muss ja nicht immer auf alles schießen. Oh, Skelett hört auf. Der hat sich hingelegt. Ich dachte, die Löwe hat ihn aus Versehen erschossen. Was? Hier ist ein explosives Fass. Ja, wir haben genug. Wir haben 5 Stück oder so. Ach so, warte mal. Einer sollte mal zurückbleiben. Nicht, dass ich bleib hier. Boah, die Insel ist ja so mega groß mit den Höhlensystemen, ne? Ja. Sehr gut. So, ich lauf mal irgendwie hoch. Very nice. Ich glaube auch, dass es eher nach oben geht. Es ist halt die Frage, ob der Typ jetzt auf die Meerjungfrau wartet oder ob die hier irgendwann gelegt haben. Also ich sehe auf jeden Fall noch einen Einmaster im Südwesten. Wow. Ich wollte gerade fragen, ob du das warst, aber dann standest du vor mir. Ja, ich wurde gerade übelst durch die Gegend geschleudert. Du meinst durch Rubberbanding oder was? Ja. Ich habe auch gerade übelst wenig FPS, also. Oh, hier sind die Schlange. Also ich sehe halt echt nur den einen Einmaster. Ich weiß halt nicht, wo der Typ angelegt hat. Warum gibt es denn hier so viele Schlangen? Oh, bei mir sind die Skelette. Bei dir ist... Weiter oben. Immer Richtung... Nach oben laufen. Immer Richtung nach oben. Aber das waren nur welche, die random spawnen. Das waren nicht die. Ja, ich habe auch die Musik noch nicht gehört. Ja, so nicht. Jarr, Kombo, schönen guten Abend. Grüß dich. Marius, bist du bei uns an Bord? Oder? Willkommen im Dreiergespann hier. Kannst du mal auf die Karte schauen und uns ungefähr sagen, wie die Insel ist? Was soll ich auf der Karte schauen? Wie groß die Insel ist und ob das wirklich hier Crook's Hollow ist. Wir sind auf jeden Fall in Crook's Hollow, ja. Okay. Und die Insel ist relativ groß. Das Ding ist, die können auch irgendwo in den Höhlen unten sein. Naja, das Ding ist halt, die müssen eigentlich schon kommen, egal an welcher Position. Wenn wir drüber oder drunter sind, sollte ja auch schon die Musik kommen. Oh, guck mal, ich sehe da jemanden am Strand laufen. Ja, ich auch. Das ist der von eben. Oh, ich habe bei mir Musik. Ich glaube, ich komme dem Ganzen näher. Wo bist denn du genau? Da laufen wir Richtung Norden. Hang abwärts, ne? Ja. Also wieder zu dem anderen Typen. Ja, bei mir sind Skelette. Ich versuche zu snipern. Also du bist unten in der Höhle, ja? Nee, ich bin hier am Nordstrand. Nordstrand? Ich hab noch 2 Löcher bei uns im Schiff gefunden. Lol, okay. Die können ja nicht sonderlich weit unten sein, sonst wären wir ja schon abgesoffen. Ja. Oh fuck! Ah! Sie haben Kanonen? Warum bin ich am Weststrand? Running Man. Ach, der sucht hier einen Schatz. Ja, jetzt höre ich die Mucke auch. Komm mal, Leo! Alter aus! Ja, Marius hilft mir gerade schon. Er kommt mir entgegen, der Typ. Ja. Und springt. Ja, der sucht einen Schatz. Ja, das erinnert mich an das eine Meme, was ich letztens gesehen habe. Jumping is the first way to stay here. Ja, und generell für alles andere. Oh, so, da ist er schon. Ja. Oh ja. Lass ihn mal hier weiter den Strand ziehen. Ja, wenn ihr ihn an den Strand zieht, kann ich euch helfen. Bäume kann ich ihn nicht treffen. Au!
Die Skelette sind richtige Wallhacker, ne? Aimbotter. Da ist er. Ja. Ich nehme ihn von hinten. Ah, das müssten wir eigentlich sehen. Ja, ich muss die Munition holen. Wie die Bekloppten. Wieder so ein Kackschädel. Der ganze Aufwand wegen 100 Gold? Wow. Oh, guck mal, hier ist die Meerjungfrau von dem anderen Typen. Kann ich denke ich auch anquatschen? Nee, ne? Kannst du mal probieren. Das ist aber halt, eigentlich nicht. Es hat keinen Rauch, ne? Ja. Doch, ich kann zurück zum Schiff. Nur ist cool. Soll ich es mal probieren? Ja, das wäre jetzt witzig, wenn du beim anderen Schiff landen würdest. So. Das ist ja gut. Gut, ich schmeiß schon mal die nächste Karte auf. Ne, ist unser Schiff. Karte ist drauf. Barnacle K. Okay. Mutiny Rock. Ich kann ja schon mal einen Anker lichten, ne? Wir haben ja Vorbereitung getroffen. Ja. Hier ist Mutiny Rock. Ja, und hier ist Devil's Bridge. Dann fehlt ja nur noch Barnacle K rechts von uns. Ja gut, die liegen diesmal zu Gott, ich hab's einen Anker gerade mal zur Hälfte oben. Holy shit. Aber dafür hast du ein schickes Tattoo. Danke. So schicke Hosen. Segel einrichten, ich mach das Hauptsegel. Wir müssen Richtung Osten. Ah, oh, ich sehe die Insel sogar schon. Ja, waren sogar noch alle auf Maximum oder so. Ja. Aber wir können sie gleich nochmal nachkorrigieren. Thanks. Wie, immer noch kein voller Wind. So. Das ist ja auch ein hübsches Tattoo. Ist das so ein halbes Arschgeweih? Ich weiß nicht, was für ein Tattoo ich habe. Ich vergesse immer nur Homo zu sagen. Was sollen wir ansagen? No Homo. No Homo. Nach Arschgeweih müsste man das sagen. Ich geh mal schon mal an Anker, wa? Jo. Sollte sie ja schon sein. Ja. Ein bisschen weiter Steuerbord noch. Sonst ist es die Sandbank. Oh Gott. Und Anker raus. Bisschen Bremsweg hat man, wenn man auf vollem Segel ist, ne? Sind hier auf der Rückseite. Oh, ich hab ihn sogar getroffen, guck mal an. Das andere Gewehr ausrüsten. Oh. Ich glaube, es verliert ein bisschen an Schaden. Auf Entfernung. Hast du gerade mit dem kleinen Revolver probiert, oder? Ja, ich habe zwei Hits mit der Pistole gemacht und er hat gesagt, nope. Ich brauchte eben aber auch mehrere Hits. Okay. Oh, jetzt bewegen sie sich. Ja, ich habe sie gepult, ich ziehe sie vor zum Ansel an Land. Wir kommen. Ja, sie ist. Ups. Huch. Also diese Ingame-Sense, ne? Wenn du reinzoomst, muss ich ja über den gesamten Tisch rudern. Ja, man kann leider nicht einstellen, ne? Dass das eine andere Sense kriegt. Ja, aber ist auch nur, kriegt immer noch. Lol? Ach, das war's schon. Das war der Boss. Leo, sicher, dass du das bei dir upgradet hast? Ja. Was ist denn das für ein Schild? Glühende Augen, aber nicht speziell. Seid ihr sicher, dass ihr die hier so liegen lassen wollt? Was liegen lassen wollen? Ja, die sind nicht wert. Okay, ich hab schon ein paar Dinger gemacht, aber wir können wieder losfahren und müssen uns hier nicht plündern. Haben genug Kanal. Klack, 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 klack. Ist
Daniels Variante, um uns zu sagen, wir sollen ihm im Anker helfen. Ja. Ja, ich hab's einfach ignoriert. Wie immer. Du ignorierst ja allgemein irgendwie Ansagen. Ja. Leicht Steuerbord. Ich hab jetzt Backbord eingelenkt. Voller Esse. Broch. Das war super. So, im Prinzip jetzt genau voraus. Ja, also Leo, wir kommen jetzt zwischen Felsen durch. Das heißt, du solltest dich vielleicht an die Koordinatenangaben ungefähr halten. Dann sag mir Koordinaten. Voraus, einfach so bleiben. Das ist keine Koordinate. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste. Ich nehme jetzt noch Koordinaten an. Ach, toll, Daniel, was hast du getan? So. Das sollte, glaube ich, reichen. Leos Segel hängt irgendwo. Naja, aber ich kann einfach gut damit. Ich kann gerne mich irgendwie zum Segel kümmern. Nein, ich bin schon da. ich glaube, wir kommen vorbei, aber jetzt ist es zu spät. Ja, easy. Es sei denn, das ist ein Eisberg. An? Ja. Vielleicht nicht. Leicht Backbord. Okay. Ungefähr 3 Grad. So. Reicht das? Korrekt, ja. Ja. War da gerade eine kleine Schalung dran jetzt? Rechts von uns ist eine, rechts hinter uns ist eine. Ja. Ach so, ja, wird sich sehr weit gefunden. Ja. Ich fass Marius an, Nippel an, oder? Nee, Bauchnabel. Ah. Das ist schon die Insel Fort? Ja. Genau. Leute? Was? Wir haben Piraten auf Barnacle Cay vergessen. Was haben wir? Wir haben auf Barnacle Cay Piraten vergessen. Deswegen war das so einfach. Wo wir gerade waren? Ja. What? Tatsächlich. Oh. Oh, werden beschossen? Ja, einfach erstmal voraus. Ja. Da war, glaube ich, ein paar Sandbänke, müssen wir mal schauen, aber ich glaube, es geht. So wie wir jetzt fahren, kommen wir gut durch. Ja. Gerade lassen und Daniel geben manchmal einen Anker. Ich muss gerade nur lachen. Lass schon mal runter, leicht Backbord. Okay, Backbord ist eingelegt. Mach runter, Daniel, mach runter. So, mach wir runter. Sehr gut. Das ist nicht so gut. Ja, wir müssen halt bloß ein bisschen schwimmen. Geht schon mal an Land, ich mach hier alles. Das Problem ist ja der. Oben der. Ich seh ihn nicht mal, ich seh nur die Kanone. Jus, ich hab grad. Also, entweder ist er weggegangen. Ein feiges Skelett. Ja, ich glaub, da ist gar kein Skelett mehr. Jus, sie hat mir gerade gesagt, was ich bei Marius machen soll, was er mag. War die Flugbahn gut? Nee, höher. Okay. Komm ich hier wieder raus? Man landet auf halber Höhe vom Wasserfall. So, Rinder. Ui, wie ist das knapp? Schön abgeprallt. Leute, ich bin auf dem Wasserfall gelandet. Hier steht eine Truhe. Was, ernsthaft? Ja. Aber bitte keine Heule. Nein, Truhe des Captains. Ja, sehr gut. LOL? Krass. Lucky me. Okay, bei mir ist Musik. Okay. Das war ja cool. Ich hab beim Failen gewonnen. Das ist wohl wahr. Aber ich sehe die Skelette nicht. Skelette. Skelettodis. Sind das die italienischen Skelette? Ja. Ja. Apropos Italien, ich krieg schon wieder leichten Hunger. Geil. Was? Mir erschließt sich gerade der Zusammenhang nicht. Daniel denkt bei Italienern nochmal an Pizza. Richtig. Lasagne.
Lal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 
Okay. Ja, dann schieße ich mich zurück an Bord. Okay, dann nehmen wir als nächstes die Insel, die wir voll vergessen haben. Ne, ich würde sagen Multinear Rock, also. Ja, die ist hier in der Nähe. Genau, die ist direkt daneben. Die ist direkt westlich. Ich habe mich gerade einmal unterm Schiff lang geschossen. Ein Haubentaucher quasi. Ja. Oh, Daniel. Ja, ich kenne auch Gefieder aus den örtlichen, ne? Wo ist denn die scheiß Kanone? Aus den örtlichen was? Aus örtlichen. Ach so, ich habe auch einen örtlichen verstanden. Da ist die Kanone. Wir können die auch, wir können ja die Questreihe nicht abbrechen, ne? Das ist... Können wir schon. Aber ich würde die erst abbrechen, nachdem wir die... So. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Sandbank. Hui! Ich habe mich genau auf die Sandbank geschossen, ne? Ich bin ein geiler Typ. Ich check mal, ob unten irgendwas offen ist. Da ist definitiv was offen. Ja, es blubbert doch hier, ne? Ja. Steigt auch recht zügig. Ja, das ist mal super. Ich glaube, das liegt einfach an der Schiffsgröße. Ja, klar, drückt es halt direkt runter, ne? Ja. Das ist alles geflickt, ja. Aber wie viel, ja. Wie viel auch in so einen Eimer reinpasst, ne? Wie viel Wasser? Du machst einmal den Eimer voll, da sinkt einfach mal der Spiegel um einen Meter. Ich hab da rein, sag ich hier. Ja. So, ja, hopp. Immerhin eine Kiste erbeutet. War nicht umsonst. Die Insel leicht steuerbar von uns. Jo. Gib Josi mal ein bisschen Romantik. Hat gerade schon geschrien, Polarlichter. Ja, hinter der Insel fährt auch ein Master. Tatsächlich. Das sind die ganze Zeit unter Vollbeleuchtung fahren. Und an der Insel... Ist das die Insel, wo wir hin müssen? Ja. Das ist super, da können wir schön anlanden. Da können wir schön vom Deck aus schießen. Warum eigentlich... Heißt das sowas wie übersetzt wie keine Felsen oder so? Was? Nee. Ja, weil hier so Felsen in dem Namen ist, obwohl das Ding flach ist. Multinier ist mehrspurig. Okay. Soll ich sag Bescheid, wenn ich ziehen soll, ne? Ja, zieh. Lock mal die Kristallette an. Wie faul. Du meinst effektiv. Okay, ich höre... Oh! Ich habe eine Kiste, die wir mit Holz vollpacken können. Yeah! Ja, endlich wieder looten. Ich sehe einen Master, relativ nah, nordwestlich von uns. Ja, aber der Einmaster dreht gerade ab. Ich sehe Skelette. Haben wir beide auf das gleiche geschossen? Das war natürlich super. Seht ihr, dass der abdreht? Da steht einer auf der Spitze. Guckt in unsere Richtung. Komm, wir winken mal. Hello! Ich glaube, die wollen Krieg, oder? Die wollen Krieg! Ah ne, es war ein Skelett, was mich geschossen hat. Also die haben jetzt auf jeden Fall hinter euch angelandet. Mhm. Zwei Leute. Wir sollten vielleicht Abstand gewinnen, um zu gucken, was... Ja, einer ist an der Spitze gesprungen. Ich sichere mal die Holzkiste. Ja. Wäre gut, wenn einer von euch an Bord kommt. Ja.
Ich habe keine Munition mehr, ich komme auch mal mit an Bord. So, das seid ihr beiden. Gibt's, ja. Gibt's eigentlich einen Textchat? Einer ist ja. Direkt hier unter uns. Alles klar, der will uns kapern oder was? Der ist ja lustig. Der ist jetzt genau unter mir. Ja, ich seh ihn. Das ist der von vorhin. Ja. Sengs-Dingens. Was hat der vor? Bestimmt nichts Gutes. Ja. Einer tollt auf der Insel rum. Ja. Und der ist jetzt hier wieder hinten am Boot. Und schwimmt jetzt weg. Okay. Wir sind eh nur zu zweit, das heißt, wenn zwei auf dem Schiff bleiben, wir können doch einfach... Können die uns jetzt den Schädel klauen, ist die Frage. Ja. Ich schieß mich rüber, ich will den Schädel. Okay. Frage ist... Da ist jetzt auch der andere Typ wieder bei dir. Ja. Guten Abend. Hi. Hi, Hi Andy. Oh, grüß dich, Andy. Welche? Geht. So, jetzt. Ach, guck mal, der winkt auf dem Felsen. Ja. Juhu. Ich hoffe, er snipt mich jetzt einfach von der Planke. Ups. Das wäre super. Marius, bist du das da auf dem Stein? Ja. Okay, hinter dir sind Skelette. Dann komme ich auch mal rum. Es ist nur ein Gegner, ne? Ich mache ein Dance Battle mit ihm. Er zielt mit dem Sniper auf euch. Oh! Er hat den Sniper auf euch geschossen, oder? Ja. Er hat aber nicht getroffen. Ich hab ihn aber getroffen. Okay, also. Okay. Hast du gerade Krieg angefangen? Haben wir? Er hat doch auf euch geschossen. Achso. Ist gerade ein blödes Timing, aber hier ist der Endboss. Ach, die gehen auf den anderen. LOL! Das ist super, macht weiter so. Ich kümmere mich um den Endboss und sammle den Kopf ein und dann können wir uns verpissen. Ja, der Typ auf dem Stein ist tot. Und jetzt ist nur noch die Antwort. Ich hab ihn! Sonst ich hab der ihn! Der hat jetzt auch auf mich geschossen. Wir können los, ich hab den Schädel. Ja, ich bin tot. Lass aber. Ich hab ihn auch zugesagt, aber er hat nicht geantwortet. Es gibt auch, glaube ich, einen. Ich weiß nicht, ob es einen normalen Chat gibt. Es gibt einen Textchat, ja. So, Daniel, du solltest ja bald da sein. Ich bin da. In der Arcade. Achso, warte mal, wir sollten erst. Ich lenk mal ein. Guck mal auf die Karte, ob wir hier fertig sind. Welche war das? Die ist weg jetzt. Ja. Dann ist ja nur noch Barnacle Cay. Ja. Wieder da. Alles klar. Dann müssen wir jetzt Richtung Norden chippern. Ich bring meinen Schädel hoch. War das ein guter Schädel? Oh, ja. War endlich mal ein vernünftiger. Die schießen aber uns. Oh, der schießt auch. Ja. Wenn der mich hier runter. Der könnte treffen. Ja. Treffer. Oben in die Captain's Kajüte. Oh, oh, Gott sei Dank habe ich so lange Arme, ey. Haben wir Wassereinbruch? Nee, aber wir sollten mal gucken, ob hier. Ich flick das mal. Loch ist. Wir können jetzt also wieder Holz sammeln, ne? Ich hab noch 5 Stück. Nee, wir haben jetzt eine Truhe, deswegen. Ja. Ah. Das ist halt auch irgendeine Händler-Quest, ne? Richtig, eine ganze Truhe abzugeben. Ja. Ich denk mal, die wird mal auch so los. Sind wir eigentlich auf Kurs? Weißt du jemand, wohin? Nee. Ja, Bartik und Kay wieder Richtung Norden. Dann jetzt hart rechts. Jo. Richtung Nordosten. Hey, Andy. Hallo. Hörst du uns eigentlich?
Ich glaube, dass Andy uns nicht hört. Ja, Andy, hallo? Er ist weg. Ich glaube, er hat es mitgekriegt, dass es ein Problem ist. So, immer. Jetzt Nordosten. Ja,